Es ist endlich mal wieder Zeit für ein paar Minecraft-Memes und zwar von Sticky. Schaut unbedingt bei Sticky vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Subscribe and smash the like. Junge, was ist bei Thomas der Lokomotive los? Oh, ein geheimes Labor. What? Ja, weiß ich nicht, weil... What is under the bed? Wahrscheinlich das Labor. Oder ein Trank. Oh, Chemical X. Ist es ein Wurftrank oder ist es was, was man... Man fliegt? Als ob... Er ist einfach 1000 Meter groß. Ja, nimm mal noch einen. Die Musik ist immer richtig beruhigend. Ist Schokolade, oder? Ja, Schokolade. Mmh. Lecker. Oi. Don't forget to leave a like. Ja, hab ich schon gemacht. Für die leckere Schokolade. Levitation. Ist es Schweben oder was? Höh! Ah, die Fische können jetzt fliegen. Ja, tschüss Jungs. Warte mal, schweben nur die Fische oder? Nee, jeder schwebt. Was ist das denn für ein geiler... Oh. Ah ja, gut. Die armen Fische. Oh, das ist so animiertes TNT. Das hat, wetten jetzt irgendwelche anderen Effekte? Okay. Sah geil aus. Das ist bestimmt stärker. Oder? Okay. Das war so ein Gas-TNT. Das könnte, weiß ich nicht, irgendwas... Ja, war einfach krasser. Leckere Amethysten. Was kann man mit denen nochmal machen? Ein Fernglas oder so craften, ne? Daraus macht er jetzt eins, ja. Wäre cool, hätte ich nichts gegen. Mehr Spitzhacken. Obwohl viele sagen ja, umso mehr auch Tiere und so reinkommen, fühlt sich Minecraft immer mehr an wie eine Mod. Finde ich gar nicht. Ich finde es cool, dass sie immer noch an dem Spiel arbeiten und es besser machen. Und weil jeder, der sagt, Minecraft fühlt sich jetzt wie eine Mod an, ja gut, dann spielt halt auf einer älteren Version. Oh, ein ultra-realistischer Panda. Der sieht richtig fluffig aus. Aber setzt er sich nicht manchmal so... Ja, ja, genau. Sieht so komisch aus. Eine Truhe. Nee, nee, warte, ein Schatz. Reinbacken. Ausgezeichnet. Aber die Frage ist, wie kommst du wieder raus? Ah, okay. Und wieder raus. Wusste ich gar nicht, dass man sich da einfach... Zack. Gut zu wissen. Oh, ein Sniffer. Ja, du bist aber ein Süßer. Der schnüffelt nach Samen oder so, ne? Es sieht aus, als würde er... Ja, kein... Oh, oi. Schick. Weiß zwar nicht ganz genau, was das sein soll. Was ist denn überhaupt ein Sniffer? Ich kenne Swiffer. How old are you? Ich? Ich bin 70 Jahre alt. Ich habe mich gut gehalten. Junge, was ist das für ein kranker Seed? Pillager-Ding? Eine Menschen... Alter. Junge. Also vor allen Dingen auch alles in so einem Krater noch drin. Ich würde mir dann da hinten mein eigenes kleines Haus bauen. Oh, hallo, na? Oh nein. Ey, ich finde den so creepy, Mann. Ihr habt auch alle gesagt, dass ich das Spiel spielen soll. Junge, da wäre ich draufgegangen.
Also guckt euch mal an, wie creepy der aussieht. Auch weil er so Spinnenbeine hat. Boah. So, Thomas der Lokomotive, genau. Hol die Minigun raus. Und baller ihn. Oh, okay. Thomas. Jawohl. Er hat einfach den Tag gerettet. Wie heißt der? Choo-Choo Charles. Choo-Choo Charles the Train. Ekelhafter. Don't forget to leave a like. Habe ich natürlich schon gemacht. Okay. Ist das jetzt so krass? Okay. Das wird wirklich ein bisschen strange. Warum die Pressure Plate aktiviert wird, wenn man an der Seite... Hä? Die ist dauerhaft aktiv. Hä? Aber da kommt gleich ein kleiner Axolotl. Das wusste ich auch nicht, dass man da Wasser platzieren kann. Ey, ich weiß nicht... Ach so, weil das Wasser jetzt nicht da drin spawnt, oder was? Ja gut, das macht Sinn, weil ja da auch die... Diese Entity oder so. Also wisst ihr, dann wäre ja das Tier da drin. Oder der Fisch. Da, ja, ja, macht Sinn. Nope. Nope. Wie, man kriegt nichts da raus? Erst ab Eisenmann. Das erinnert mich daran, wenn man versucht, diese Hose oder irgendwas zu recyceln, wo man dann so ein oder zwei Eisennuggets rausbekommt. Ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt. Moin, Creepers! Ja, die kriegen halt die Partikel, die schwimmen da so drüber. Nice. Ja, gut. Ein Emerald überzeugt mich jetzt nicht so mega krass. Hä? Ja, lass ihn mal richtig schön wachsen. Genau. Ui. Und was kommt raus? 3, 4? Damn, it must be true. Ja, hätte ich auch gern. Wird das irgendeine Falle? Für die armen Schildkröten? Okay, lässt die jetzt wachsen, oder was? Machen die sonst Schildkröteneier kaputt? Die fallen da rein. Ey, das wusste ich nicht. Das Zombie so auf... Okay, sieht auf jeden Fall cool aus, wie man dann nur die Köpfe sieht. Also auch wirklich nur deren Glatzen. Stimmt. Alle Zombies haben... Kein Zombie hat Haare. Alle haben so eine Glatze. Ja, die machen sich da unten richtig gemütlich. Gehen die denn dabei drauf? Ach so, ja gut, das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder, oder? Dass da nur der Kopf da ist. Ja. Das habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesehen. Gibst du denen eigentlich irgendeine Story, warum die so sind, wie sie sind? Ich finde die Animation, also diese... Ne? Finde ich geil. Also... Der Partikeleffekt hinter diesen Dingern. Oh, das sieht völlig ungefährlich aus. Dankeschön. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Junge, es sieht aus, als wird jetzt irgendjemand geopfert. Nein, mach nichts mit einem armen kleinen Schwein. Bitte nicht. Junge, was? Aber es ist ja nicht mal Tag geworden. Ah, wo wahrscheinlich das Dierschwert verbrennt. Gut, da verbrennt. Da nicht. Doch, auch. Außer beim Lagerfeuer, oder was? Ja, vielleicht ist das Lagerfeuer nicht heiß genug. Ich weiß es nicht. Aber es ist doch so, dass das Netherit-Schwert, oder das Netherite-Schwert nicht verbrennt, ne? Weil das einfach geschmiedet aus den
Feuerhöllen. Es erinnert mich immer so auch ein bisschen an so Kinder-Cartoons. So Tom und Jerry-Style. Gibt's Tom und Jerry noch? Gucken die Leute noch Tom und Jerry? Na gut, der eine versinkt jetzt ein bisschen. Als ob. Das ist ja geil. Der kriegt dann keinen Schaden. Ist eine nette Dekoration. Ja. Ja, macht Sinn. Gut, bei Diamanten funktioniert es nicht. Nein. Ja, alles klar. Das gibt's nicht. Also, oder seit dem neuen Update? Nein, sowas gibt's nicht, ne? Will ja auch keiner haben. Ja, ich hab schon subscribed. Und das war's jetzt.